Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu dieser Buchvorstellung. Diesmal geht es um dieses Buch hier, Das Leben kommt immer dazwischen, eine Station einer Reise von Auma Obama, wobei ich nicht weiß, ob sie wirklich so ausgesprochen wird. Entweder es ist Auma oder es ist Auma oder irgendwas in der Art. Dabei handelt es sich um die Schwester von Barack Obama, dem derzeitigen Präsidenten der USA. Ich hoffe mal, jeder von euch weiß das, also ist klar. Ja, es ist so eine Art Autobiografie, in der uns Auma Obama etwas über ihr Leben erzählt. Sie wurde in Kenia geboren, in einer Familie aus dem Stamm der Lu. Ja, es gibt da irgendwie verschiedene Stämme und die Lu ist einer davon. Und sie, ihr Bruder und ihre Familie, ja, die sind halt Lu. Das ist eine Polygame, ein polygamer Stamm, nennt man das so? Doch ja, genau. Das heißt, dass der Mann mehrere Frauen gleichzeitig haben kann, heiratet sozusagen, wobei aber die erste Frau immer noch einen gewissen Sonderstatus einnimmt, was das ganze Leben jetzt so angeht. Aber auf der anderen Seite auch irgendwie nicht. Es ist irgendwie ein bisschen kompliziert, würde ich sagen. Also die erste Frau hat gewisse Rechte als erste Frau. Aber wenn der Mann sich eine andere sucht, dann hat sie gewissermaßen zwischenzeitlich überhaupt nichts mehr. Also sie kann nicht irgendwie eingreifen und sagen, es ist mein Mann. Und ja. Also, genau, kurz nachdem Auma Obama auf die Welt kam, ist ihre Mutter verschwunden. Sie hat sich einfach aus dem Staub gemacht, weil der Mann von ihr eine andere Frau gefunden hatte in der Zeit, als er in den USA war. Diese Frau aus den USA hat er geheiratet, glaube ich. Ich glaube, ja. Aber sie ist nicht mitgekommen, sondern dort geblieben und hat dann einen Sohn zur Welt gebracht. Das ist der Barack Obama, der in Hawaii groß geworden ist. So, dann später gab es dann noch eine dritte Frau und mit der hat er dann auch noch Kinder gehabt. Ich glaube, die kam aber woanders her. Ich glaube, die kam aus England. So, und mit der ist er aber dann tatsächlich zurückgegangen nach Kenia. Und mit dieser Frau hat Auma Obama und ihre Familie lange Zeit gelebt und sie hat sie eigentlich so ein bisschen als Ersatzmutter angesehen, bis sie dann auch verschwunden ist und das alles nicht mehr ausgehalten hat. Später hat sie dann noch erfahren, dass ihre Ersatzmutter eigentlich gar nicht solche Muttergefühle für sie hatte. Das hat sie eigentlich ziemlich gestört, sich um diese schwarzen Kinder einer anderen Frau zu kümmern. Und es hat Obama auch ziemlich verletzt, muss man so sagen, im Nachhinein. Es gibt sie aber erst sehr spät zu, wie ich finde. Ja. Ja, damit ist dann auch diese Mutter aus ihrem Leben verschwunden. Später taucht dann ihre wahre Mutter wieder auf. Aber das Verhältnis ist am Anfang nicht so gut, weil die beiden ja ungefähr 10 Jahre getrennt waren. Und sie hatte keine Erinnerungen. Sie weiß nicht, wie sie sich fühlen soll, als sie ihre Mutter dann wirklich sieht. Und das ist alles nicht so einfach. So, als ihr Vater dann Anstalten macht, dass sie eventuell denn verheiraten möchte mit einem Mann, den sie gar nicht kennt und solche Sachen, was ja auch schon bekannt ist, dass es sowas in diesem Teil der Welt gibt, entschließt sie sich nach Deutschland zu gehen. Sie haut gewissermaßen von zu Hause ab. Sie erzählt ihrem Vater nicht, dass sie ein Stipendium bekommen hat. Und ja, sie hat damals in der Schule Deutsch gehabt. Eine von 4 Schülerinnen, die Deutsch gelernt hat an der Schule, wo sie ist. Es ist irgendwie, es war glaube ich eine britische Kolonie, es ist so eine Art, es ist ein bisschen wie so eine englische Mädchenschule dort. Und ja, sie hat halt Deutsch gelernt und möchte nach Deutschland gehen, um dort ihre Sprachkenntnisse, auf der einen Seite ihre Sprachkenntnisse auszubessern und natürlich auszuweiten. Auf der anderen Seite möchte sie natürlich von ihrem Vater abhauen, zu dem sie auch kein so gutes Verhältnis hatte. Also er ist zwar irgendwie ein guter Mensch,
Aber es ist halt nicht so ein toller Vater, ne. Sagen wir es mal so. Also er versucht schon seinen Kindern was zu bieten, aber es gelingt ihm nicht so richtig. Er bietet ihnen keine Zeit, das ist das Problem. Er verbringt kaum Zeit mit ihnen und nebenbei hat er noch Probleme mit der Arbeit und Probleme mit dem Geld. Obwohl er eigentlich mal ein angesehener Mann in wo sind sie eigentlich? In Kenia war. Und der Name Obama dort auch einen hohen Stellenwert hatte. Ja, es ist halt alles nicht so einfach. Das heißt, Armer Obama hat dann zwischenzeitlich in Deutschland gelebt für viele Jahre. Und sie hat auch dieses Buch fast komplett alleine geschrieben. Also sie hatte noch eine Hilfe dabei. Aber sie hat das Buch selbst auf Deutsch geschrieben. Und zwar Maria Hoffmann, was auch immer, hat ihr dabei geholfen. Aber ansonsten hat sie das Buch selbst auf Deutsch geschrieben, denn sie kann sehr gut Deutsch. Sie hatte hier auch ihre erste große Liebe gefunden, wenn man es so nimmt. Was aber auch alles nicht so einfach ist. Obama ist ein schwieriger Mensch. So. Also sie passt nicht in das typische Rollenbild dieser afrikanischen Frau, sondern sie verabscheut Langeweile. Sie will was erleben in ihrem Leben. Sie ist auch teilweise sehr impulsiv. Und damit kommen die Männer halt nicht unbedingt so klar. Damit kommen auch ihre Mitmenschen nicht unbedingt klar, die sie die ganze Zeit versuchen, in das afrikanische Rollenbild, was sie selbst haben, reinzupressen. Und sie möchte dann natürlich ausbrechen, ne? Ist klar. Also sie möchte sie selbst sein und nicht das, was wir in ihr sehen, wenn wir auf sie schauen. Ja, genau. Ja, später kehrt sie dann zurück zu den Wurzeln ihrer Kindheit. Also sie kehrt zurück nach Nairobi. Nairobi, Kenia, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Es ist eigentlich eine Schande, ne? Aber okay. Aber ich glaube, es war Nairobi, ne? Ach, erzählt mir doch. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ist auf jeden Fall irgendwo in Kenia, so. Ist sie dann wieder und unterrichtet dort, glaube ich, an der Schule. Und dann später ist sie ins Care-Programm eingestiegen. Ja, ist halt so ein amerikanisches Programm, bei dem, glaube ich, Jugendlichen geholfen werden soll. Ja, soweit ich mich erinnere, ist das so. Also sie hat verschiedene Sachen, deswegen bin ich gerade ein bisschen durcheinander. Sie hat schon vorher für das Jugendamt gearbeitet, glaube ich, in Deutschland. Deswegen bin mir jetzt nicht ganz sicher, was sie jetzt in Kenia gemacht hat. Okay. Genau, also der Kontakt zu Barack Obama, ihrem Bruder, ist dann erst später entstanden. Also sie hatte vorher nicht so ein Interesse dran, ihn kennenzulernen. Deswegen gab es lange Zeit überhaupt keinen Kontakt, bis sie dann plötzlich einen Brief von ihm bekommen hat. Und zwar nachdem ihr Vater gestorben ist. Und sie hat sich zu Tode erschrocken, weil er denselben Namen hat wie sein Vater und die Handschrift ungefähr gleich ist. Und er dachte sie jetzt, sie bekommt einen Brief von ihrem verstorbenen Vater, was natürlich nicht so ist. Ja, da hatte sie dann plötzlich einen Brief von Barack Obama drin, von ihrem Bruder. Und ja, hat darauf natürlich geantwortet und haben sich getroffen, haben gemerkt, dass sie total auf einer Wellenlänge liegen, haben gemeinsame Reisen unternommen und haben immer wieder versucht, sich zu treffen und sind natürlich die ganze Zeit in Kontakt geblieben. Sie hat auch versucht, Barack Obama mit dem Rest seiner Familie und ihrer Familie zusammenzubringen. Also haben sie auch die Großmutter besucht und die Tanten und alle möglichen Verwandten. Und ja, genau, hat sie so nebenbei dann so. Sie hat ihn immer unterstützt in allem, was er tut. Also sie hat ihn kennengelernt, als er noch studiert hat und sich dann langsam so auf den Weg gemacht hat, in die Politik einzusteigen. Aber davon war damals überhaupt nicht die Rede. Und später hat sie ihm natürlich die Daumen gedrückt, als er in den Senat wollte. Und hat ihn dann auch unterstützt, als es um den Wahlkampf ging. Und war natürlich, wie alle anderen aus der Familie, total stolz, als es dann wirklich geschafft hat, amerikanischer Präsident zu werden. So. Genau. Und was da so alles passiert ist und wie sie Barack dann richtig kennengelernt hat, die gemeinsamen Reisen, das alles kann man in diesem Buch nachlesen. Und ich fand es wirklich sehr lesenswert. Obama hat einen richtig tollen Schreibstil, also richtig plastisch, bildlich. Ich konnte mir alles genau vorstellen. Ich habe die Hitze gefühlt, als sie in Afrika war und habe den Schnee gefühlt, den sie in Deutschland zum ersten Mal gesehen hat. Ja, ich glaube, sie ist eine sehr interessante Persönlichkeit auf jeden Fall.
Und ich denke mal, dass man sich mit ihr auch wirklich gut unterhalten könnte, wenn man sie denn mal treffen würde. Ist auf jeden Fall eine sehr sympathische Frau. Ich fand, dass sie manchmal ein bisschen impulsiv war. Ne? Das ist nicht so meine Art, deswegen. Aber naja, jeder Mensch ist halt so, wie er ist. Ne? Ja, was wollte ich denn sagen? Ja. Also ich persönlich habe das Buch gelesen, weil ich, wie viele andere Leute, persönlich jetzt ein großer Obama-Fan bin. Ich finde es toll, dass er amerikanischer Präsident ist. Und finde ihn natürlich auch wahnsinnig sympathisch. Und ja, Oma sagt auch, dass er eine riesen Ausstrahlung hat. Dass er, wenn er im Raum steht, dass alle Blicke sich automatisch auf ihn richten. Und ja, das habe ich auch. Ja, wenn er im Fernsehen kommt, ich muss sofort zum Fernseher gucken. Es geht nicht anders. Ja. Und ich muss sagen, dass ich damals, als es hieß, er wird Präsident, als das so in der Zwischenphase war, als es feststand, dass er es wird, aber bis zum Amtsantritt, war es dann noch ein paar Wochen oder Monate hin, und da habe ich tatsächlich, ich habe gedacht, er erlebt es nicht mehr. Ich habe gedacht, er wird wirklich von irgendwelchen komischen, abgefahrenen, bescheuerten amerikanischen Leuten vorher umgebracht, erschossen oder was weiß ich, von mir aus auch mit dem Auto umgefahren oder so. Also ich hatte wirklich Angst, muss ich sagen, dass er den Amtsantritt nicht mehr erleben wird. Ich weiß aber nicht, warum das damals so in mir war. Ja. Aber ich wollte unbedingt, dass er amerikanischer Präsident wird. Und jetzt ist er ja schon in der zweiten Regierungs... Er ist ja schon zum zweiten Mal gewählt worden. Ne? Und das finde ich persönlich sehr schön. Ich finde den Mann gut. So. Ich finde es auch gut, was er macht. Und ja, deswegen habe ich mir gewissermaßen dieses Buch zugelegt, und ich muss sagen, ich habe es absolut nicht bereut. Biografien sind ja manchmal ein bisschen trocken, aber die von Oma Obama fand ich wirklich sehr packend. Sehr gut geschrieben, es wurde nie langweilig, und ja, man hat natürlich auch so einen Bezug, dadurch, dass sie in Deutschland war. Das ist, ja, man fühlt sich eigentlich so ein bisschen mit ihr verbunden, gerade jetzt wir Deutschen, finde ich, zumindest als Deutsche. Ich habe mich mit ihr verbunden gefühlt, dadurch, dass sie auch in Deutschland studiert hat und Deutsch versteht und das Buch selbst auf Deutsch geschrieben hat. Ich fand das total toll. Und ja. Wenn ihr auch eine Obama-Fan seid und die Seite seiner Schwester erleben wollt, dann guckt doch bitte mal rein. Das Buch ist auch nicht allzu teuer. Meinst du eine Verlagsausgabe, deswegen weiß ich nicht mehr, wie teuer es war. okay. Ich habe mein Buch von Otto Media Books and More. Nur mal so. Und das Buch hat insgesamt 317 Seiten mit der Danksagung. Ist also auch nicht allzu lang. Es wird nicht langweilig. Es ist ein sehr schönes Buch. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal reinguckt. Ich denke mal, sie würde sich auch freuen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, alles Gute und bis dann.